Diese Kapelle ist mit etwa 700 Jahren eines der ältesten erhaltenen Gebäude in Berlin. Sie ist auch während des Zweiten Weltkrieges unbeschädigt geblieben. Dieser war der Auslöser für den Bau eines ganz anderen Gebäudes, nämlich des Hauses Europa. Leider bröckelt diese Architektur bereits nach gut 60 Jahren. Aufgrund der beispiellosen Banken- und Staatsschuldenkrise in Europa steht das europäische Integrationsprojekt in Frage. Brechen auch alte Ressentiments wieder auf? Sehen wir wieder Hakenkreuze und Fahnen, nicht in Deutschland, aber in Griechenland und Zypern, die erwarten, dass die anderen europäischen Staaten und insbesondere Deutschland für deren verfehlte Politik zahlen. Und auch andere große Volkswirtschaften geraten in Bedrängnis, wie Frankreich, das mit einer Schuldenpolitik sondersgleichen versucht, seine Probleme mehr schlecht als recht zu lösen. Und damit steht für manche die Frage im Raum, was uns die Europäische Union eigentlich noch bringt. Genau diese Frage nehmen wir als Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit gemeinsam mit der Europäischen Akademie zu Berlin zum Anlass, um in einer Veranstaltungsreihe über den Mehrwert Europas zu diskutieren. Mir liegt dabei fern, in den Kanon der Antieuropäer einzustimmen. Die europäische Einigung ist ein zutiefst liberales Projekt. Ich möchte, dass wir uns vielmehr darauf besinnen, warum der europäische Integrationsprozess bis zur aktuellen Krise eine so große Anziehungskraft für alle Länder in Europa ausübte und wie wir ihn so fortentwickeln können, dass der europäische Integrationsprozess seine Strahlkraft zurückgewinnt. Denn, um es mit den Worten auch von Hans-Dietrich Genscher zu sagen, unsere Zukunft liegt in Europa, eine andere Zukunft haben wir nicht. Das ist die Lehre aus der kriegerischen Geschichte Europas, die in den beiden Weltkriegen ihre grausamen Höhepunkte fanden und einen ganzen Kontinent gespalten haben, nicht zuletzt aber Deutschland. In einem Europapapier einer Kommission unter Leitung des damaligen Vorsitzenden der Stiftung, Otto Graf Lambsdorff, aus dem Jahre 2002 heißt es, Zitat, der politische und wirtschaftliche Erfolg des europäischen Einigungsprozesses hatte seine Ursache in den liberalen Wertvorstellungen, die ihm von Anfang an zugrunde lagen. Der politischen und wirtschaftlichen Freiheit der Bürger, die mit dem Wegfall der Grenzen und mit Wettbewerb an den Märkten Wohlstand garantierte und politische und kulturelle Vielfalt innerhalb des Wirtschaftsraumes ermöglichte. So entstand ein freiheitliches Europa, gegründet auf den Prinzipien der Demokratie, des Eigentums und des Wettbewerbs. Zitat Ende. Aber nicht nur das. Es entstand ein freiheitliches Europa, das ermöglichte und das uns ermöglichte, was Walter Scheel 1970 im Brief zur deutschen Einheit, der zum Bestandteil der Moskauer Verträge wurde, formulierte, nämlich dass jener Vertrag, der den internationalen Frieden aufrecht und einen Entspannungsprozess einleiten sollte, ich zitiere, nicht im Widerspruch zu dem politischen Ziel der Bundesrepublik Deutschland steht, auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung
seine Einheit wieder erlangt. Zitat Ende. 1990 war die Souveränität in einem geeinten Deutschland wiederhergestellt. Und allein schon deshalb sollten wir Deutschen die eifrigsten Verfechter und Unterstützer des europäischen Integrationsprozesses sein. Das heißt aber nicht, dass wir die Architektur der Europäischen Union nicht kritisieren dürfen. Im Gegenteil, es ist unsere Aufgabe, die Europäische Union ein stabiles Fundament zu geben und sie so fortzuentwickeln, dass sie flexibel auf die Anforderungen der jeweiligen Zeit reagieren kann und damit den Menschen in Europa auch künftig Frieden, Freiheit und Wohlstand sichert. Und unsere Stiftung wird sich deshalb dafür einsetzen, dass das europäische Integrationsprojekt wieder an Vertrauen gewinnt. So haben wir beispielsweise Mitte April in Griechenland auf Einladung der hellenischen Regierung ein Büro in Athen eröffnet und dieses Büro eben nicht unserem Regionalbüro für Mittel- und Südosteuropa, sondern eben dem Dialog in Brüssel zugeordnet, weil Griechenland für uns zur Europäischen Union gehört. Unser Ziel ist es, mit Partnern vor Ort zu vermitteln, warum Europa nicht einfach Geldgeber sein darf, sondern dass Griechenland alles daran setzen muss, wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Und Europa kann nur so stark sein, wie alle seine Mitgliedstaaten zusammen. Deshalb muss jedes Land seinen Beitrag leisten. Dann wird Europa insgesamt wieder wirtschaftlich erfolgreich sein. Und dann gewinnt auch die Europäische Union ihre Anziehungskraft für ihre eigenen Bürger, für potenzielle Mitgliedstaaten, aber auch als Vorbild für eine friedvolle Zusammenarbeit in anderen Regionen zurück. Das setzt voraus, dass wir das Haus Europa im Gesamten stabilisieren. Die Voraussetzungen dafür hat bereits unser Europapapier von 2002, das ich eben erwähnte, ansprach, formuliert. Die Forderungen sind dabei aktueller denn je. Und deshalb hat eine neue Expertenkommission unter Leitung unseres Kuratoriumsmitgliedes Dr. Hermann Otto Solms und unter reger Mitarbeit unseres Stiftungsvorsitzenden Dr. Wolfgang Gerhardt jenes Papier eben aktualisiert und fortgeschrieben. Und es hat inzwischen auch eine ganze Reihe neben der eigentlichen Kommission von Unterzeichnern gefunden. Ich erwähne nur Professor Andreas Freitag von der Schiller-Universität in Jena, Professor Neumann, Institut für internationale Wirtschaftspolitik der Universität Bonn, Professor Stefan Oether, Professor für deutsches, ausländisches, öffentliches Recht und Völkerrecht in Hamburg und geschäftsführender Direktor des Instituts für internationale Angelegenheiten, Professor Karl-Heinz Paquet, Dekan und Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Magdeburg, Professor Edward Schmidt-Jorzig, emeritierter Ordinarius für öffentliches Recht, Professor Friedrich Schneider, Johannes Kepler Universität in Linz, Professor Straubhaar, um nur einige wenige zu nennen. Den Vorsitzenden unserer Kommission, Hermann Otto Solms, heiße ich heute Abend ganz herzlich willkommen. Er wird zunächst die zentralen Positionen im Anschluss zur Diskussion vorstellen und zur Diskussion stellen. Und ich freue mich sehr, dass wir ein hochkarätiges Podium haben. Ich begrüße Klaus von Donani, den früheren Bundesminister und ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, der auch damals zwei unserer Föderalismus-Manifeste mit unterzeichnet hat. Ich begrüße Professor Dr. Jürgen Neier von der Europa-Universität Viadrina, Herrn Dr. Rainer Stinner, den außenpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und unseren Kooperationspartner und Moderator Professor Dr. Eckhard Stratenschulte,
Leiter der Europäischen Akademie in Berlin. Und ich freue mich sehr, dass Sie, sehr verehrte Damen und Herren, so zahlreich unserer Auftaktveranstaltung zu Mehrwert Europa erschienen sind. Das gibt mir Hoffnung, dass das Projekt Europa noch immer sehr lebendig ist und auf breites Interesse stößt. Ich persönlich wünsche mir sehr, dass das Haus Europa in 700 Jahren in dem gleichen Glanz erstrahlt wie diese Kapelle hier, wohlwissend, dass dafür nicht nur regelmäßig ein neuer Anstrich, sondern sehr viel Arbeit und immer wieder auch Wandel nötig ist. Aber wie Sie heute in dieser Kapelle selbst sehen können, lohnen sich diese Mühen. Es ist doch beeindruckend zu sehen, was die Erbauer vor 700 Jahren hier geschaffen haben, wie sich das Alte mit dem Modernen mischt zu einem Ort mit einem besonderen Geist. Setzen Sie sich mit uns dafür ein, dass Europa ein solcher Ort wird und in 700 Jahren keine Randnotiz in einem Geschichtsbuch ist, sondern sich zu einem Ort entwickelt hat, wo eine Vielzahl an Völkern in Frieden und Freiheit eine prosperierende Zukunft lebt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt gebe ich das Wort an den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Hermann Otto Solms, zur Vorstellung des Papiers.